Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit einer weiteren Runde Grim Dawn im Dorf Dark Vale. Dann sagen wir mal Dark Vale, hallo. Und schauen uns mal ein bisschen um. Ja, Jungens. Ja, das ist die vierte Folge. Die dritte rendert gerade. Wie gesagt, wenn ich eine kleine Pause mache, ich weiß es noch nicht genau, dann werdet ihr es in einem kurzen Infovideo erfahren. Hatte ich ja am Montag schon gesagt, dass es passieren könnte, dass ich mir eine Pause gönne von circa 2 Wochen, weil es auf der Arbeit halt gerade extrem stressig ist. Ja, ihr mich auch. Ah, siehst du wohl. Endlich. Ich will endlich diese Quest loswerden. So, da können wir jetzt mal eben hier rüber gehen. Und mal eben den Brüdern und Schwestern von Kymos guten Tag sagen. Dann haben wir das endlich weg. Ey, ich bin toller, wollte ich dir nur beweisen. Hast du die stonischen Siegel? Natürlich. 10.000 EP nehmen wir. Gut. Ohne sie werden die Rituale des Kults leiden und ihre grauenvollen Werkzeuge werden in gerechtem Feuer verbrennen. Was? Du hast dich bewährt, Eingeweihte. Du bist du bereit, den nehmen? Was verlangt denn Kymon? Du hast die Rituale des Kults lahmgelegt, aber das reicht noch nicht, war doch klar. Solange der Kult ohne Furcht tätig ist, wird er bei dem, was von der Menschheit noch übrig ist, verheerende Schäden anrichten. Wir haben ihre Tätigkeiten zu lange geduldet. Und was gibt's zu tun? Vater Kymon verlangt, Vater Kymon verlangt, dass eines der hochrangigsten Mitglieder des Kults ausgelöscht wird, so wie das Ungeziefer, das er ist. Ich spreche speziell von Bolva, dem Blutbinder, na gut. Dieses Individuum ist für mehr Opfer von Staunen verantwortlich als jeder andere Kultist in der Gegend. Beim Willen Kymons, bring ihm Bloodgrove im Norden zur... Im Bloodgrove, aha, im Norden zur Strecke und lass ihm, lalala, okay. Haben wir schon. Da sind wir ja nicht so. Du hast gehandelt, sogar bevor du darum gebeten wurdest. Ja, so bin ich. Als hätte dich Empyreon selbst geführt. Vater Kymon wird erfreut sein, wenn er von seinem Tod erfährt. Du bist immer darauf versessen, Kymons Willen auszuführen. Nein, bin ich nicht. Wirst du seine Ja, was gibt's denn zu tun? Im nördlichen Bloodgrove gibt es eine Festung namens Fort Haron. Ja, haben wir ja schon gesehen. Sie ist eine alte Anlage zur Waffenlagerung, die sich als nützlich erweisen könnte. Kein Wunder, dass sie vom Ungeziefer des Ordens befallen wurde. Reise zu der Festung und eliminiere jeden, der sich dir entgegenstellt. Finde ihre Anführerin, Meisterin Ravok und statuiere... Ja, ist okay. Wir werden Ravok eliminieren. Wenn es sonst nichts ist, aber verkaufen können wir mal eben. Tust du das? Nope. 232 Rüstung, physischer Erfahrung, ja, Schaden, Ether-Schaden, nö. Ist jetzt nicht so der Burner. Eberschell, eine Zauberin, ja gut, das können wir in die Kiste packen. Das kann weg, das kann weg. Auszeichnung der Eide, Feuerschaden, Blitzschaden, bla. Könnt mich mal. Lebenskraftschaden, Chaosschaden, Geist ist jetzt auch nicht so das, was wir brauchen. Nicht so wirklich. Jo, dann sortier du mal. Nein, Kreaturen interessieren uns nicht. Konstitution, Verteidigungsqualität, 12%, auch wieder was für Kreaturen. Nö. Physischer Schaden.
Ich glaube nicht. Hose, Blitzschaden, Schritt, nein. Chaosschaden, nein. Nein, sowieso nicht. Können wir hier mal rüberpacken. Das können wir auch nicht wirklich. Ist sowieso auch wieder was für Magier, ne? Ja, danke. Nein. Lebenskraftschaden, nein. Das können wir auch hier rüber tun. Das hier auch. Die kann ich gleich dann nochmal sortieren. Das hier auch. Chaos-Schaden, Feuerschaden, nö. Nö. Sowieso nicht. Nö. Fischerschaden. Ich suche echt Giftschaden, aber das ist selten, muss man sagen. Es ist wirklich sehr selten, dass man irgendwie Giftschadenwaffen bekommt oder whatever. Lebenskraftschaden nett, aber nein. So, das kann weg, das kann weg. Das Gewehr kann auch weg. Die Seelenscherbe kann hier rüber. Das kann hier auch rüber. Blitzschaden, nö. Nein. Nein. Das ist sowieso nix. Das ist auch nix. Hat zwar mehr Angriffe pro Sekunde, aber allerdings nichts. Was sind das auch nicht? Ist auch ein zweihändisches Gedöns. Können wir nicht gebrauchen. Das ist alles bla. Säureschaden 29 bis 53. Fühlerschaden 10 bis 16. Der macht Säureschaden. Aber kein Giftschaden, ne? Doch, auch 78%. Die Frage ist. Physischer Schaden, 25% Durchschlagschaden, 1,9 macht weniger Angriff. 29 bis 53 ist jetzt auch nicht. Nee, nein, 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 das können wir vergessen. 24 Gift- und Säurewiderstand brauchen wir jetzt auch nicht zwingend. Nope, damit haben wir alles leergeräumt. Jo, dann sortier du mal. Jo, hast du irgendwas? Ach hier, die haben wir noch bereits erlernt, ja, Moment, die haben wir noch nicht gelernt. Ach, die Fraktionsgedöns ist noch nicht hoch genug. Da müssen wir bei der Fraktion etwas besser werden. Können wir hier noch irgendwas holen? Nö, irgendwie nicht so richtig. Präsenz der Tugend. Keine Ahnung, wo das jetzt schon wieder herkommt. Frage ich mich gerade. Aha, da kommt es her. Ah, das ist ja toll. Unsere Waffen sind... Ach, leck mich doch am Arsch. Was bringt denn das? Das sagt er mir nicht mal. Aber ich nehme es so zur Kenntnis, ansonsten wären wir ja auch gerade nicht wirklich glücklich. So, jetzt lasst mich mal schauen. Wo war denn jetzt Harams Lalala? Das war doch hier irgendwo, oder? Bringe ich das durcheinander? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall konnten wir die Quest endlich loswerden. Und jetzt müssen wir zu diesem Harams, hast du nicht gesehen. Oder wir porten uns erstmal nach Darkvale. Wir porten uns erstmal nach Darkvale. In der Hoffnung, dass wir da irgendwo ein Portal oder sowas finden. Darkvale, ja. Mal gucken, ob wir hier in Darkvale irgendwo ein Tor finden. Da geht's nicht weiter. So ein Portal wäre schon toll. Ah, ey, das ist ja unser kleines. Schade.
Schade, schade, schade. Na, hallo, Freunde. So. Da geht es auch irgendwie nirgendwo weiter. Dann können wir nur nach Norden gehen. Da geht es nicht lang. Nicht wirklich. Also geht es hier lang. Tachchen. Trevors Notiz. Aber nach dem Portal sieht das hier nicht aus. Ganz ehrlich. Tachchen. Ihr dreht doch durch, echt jetzt, ne? Kommen noch mehr Arschlöcher? Ach, da oben. Gucken wir einfach mal ein bisschen. Ach, hi Jungs. So, hallöchen. Ja, nächste Woche Donnerstag kommt großer Patch bei Last Epoch. Da werden sie leider meinen aktuellen Char nerven, so wie es aussieht. Nicht lustig. Und zwar spiele ich gerade Necromancer bei Twitch. Ihr seht das ja auch selber, wenn ihr die Videos gucken solltet. Und das fuckt mich gerade so ein bisschen ab. Ist gerade nicht so geil. Ach, die Folge ist fertig gerendert. Nicht geil, echt nicht. Weil sie, du kanntest in der jetzigen, und das war auch der Grund, warum ich das Ding gebaut habe, in der jetzigen Situation kannst du, ich glaube, bis zu 150 Begleiter basteln. Ja, und das werden sie wegmachen mit der Begründung, es könnte Multiplayer zu sehr laggen. Ich habe da eine andere Meinung zu. Ich wage das ein Stück weit zu bezweifeln. Ich glaube tendenziell eher, dass der dann zu stark ist. Tagebuch. Dass der dann zu stark ist und sie ihn deshalb dann, upsili, erstmal hier das Gesocks drumherum wegmachen. Sie wollen dann zwar, dass deine Minions nicht immer alle sterben, weil das tun sie ja aktuell, also zwischendurch. Es ist jetzt so, dass sie, du musst sie halt immer wieder neu casten. Sie sterben einfach, ach, was willst du denn? Sie sterben halt immer wieder, sag mal, Jungs, echt jetzt nicht, ne? Ist auch noch einer. Ich finde, es reicht. So, jetzt baue ich hier ein Portal hin. Dann machen wir das jetzt noch in dieser Folge. Mal weg. Ah, ist ja schön. Na du Arsch. So, Goliath. Siegelring. Mhm. Sturm der Leere. Blitzschaden, super. Hallo.
und ein epischer Zweihänder. Ich freue mich später mal. So, geweihte Bandagen nehmen wir natürlich auch mit. Da oben ist auch nochmal ein Büchlein. Kann er mal eben hier die EPs für die Büchlein abholen. Was denn? War was? Sag mal. Bei dir hackt's ja wohl, oder? So. Ein Büchlein muss da noch sein. Ich bin der festen Überzeugung, wir hatten drei aufgenommen. Oder liege ich da jetzt so falsch? Ich sehe hier keins mehr. Offensichtlich liege ich falsch. Weil hier kein weiteres Büchlein ist. Jedenfalls sehe ich keins. Vielleicht seht ihr eins, aber gut, soll es für diese Folge gewesen sein. Nehmen wir gleich noch die letzte Folge für diese Woche auf. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.